Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Mass Effect Andromeda mit einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir müssen jetzt in die Galaxiekarte und ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Das ist ja schon vorbei, das hatten wir schon. Also. Und wer war denn hier? Das Pisces-System, Heimat von Eos und Prodromos. Schön. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier hin? Ah, eine hoffnungsvolle Spur, das sieht gut aus. Warte, müssen wir da jetzt hin? Ah, ich habe irgendwie kein Skript, bin gerade ein bisschen verloren. Wie hätte ich auch nicht genau da aufhören sollen? Weichen Sie aus. Sam, kannst du uns das stecken bevor? Voller Halt, jetzt! Kettschiffe, ein Dutzend. Nein, mehr! Sie drücken uns gegen die Geißel. Sie scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück! Wo ist der, der die Relikte aktiviert hat? Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte! Sie stehen doch mir im Weg. Wer sind Sie? Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Ryder, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Ich weiß so einiges über die Relikte. Wir sollten uns austauschen. Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Sam! Ich habe einen Kurs durch die Geißel verrechnet. Los! Bericht! Gegner zerstört. Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geißel? Ja. Bring uns hier raus. Ja, es wird eng. Callum? Ja! Gut gemacht. Wer zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben?
Gil, tun Sie Ihr Bestes. Wir gehen runter. Wir werden gerufen. Wir müssen landen. Kanal öffnen. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. Wir sind Besucher aus einer anderen Galaxie. Wir kommen in Frieden. Auf Nalisetto. Wir haben einen Navpunkt. Dann mal los. Ja. Ha, wow, das ist wunderschön. Wir müssen in dieses Gewölbe. Bitte, Sie wollen doch nicht wirklich alleine da rausgehen. Doch, dieses Mal muss es besser laufen. Ich bin der Pathfinder. Der Erstkontakt ist mein Job. Und unfassbar wichtig, aber hey, kein Druck. Wenn das hier schlecht ausgeht und ich gefressen werde, selbst wenn es lustig ist, löschen Sie die Videos, ja? Genau. Mit ein bisschen Humor muss man es auch mal nehmen können, ne? Aber die sind ja krass bewaffnet, die Typen, ne? Die Cat. Muss ich meine Schuhe ausziehen? Ihr habt nicht irgendwie einen Google-Übersetzer oder sowas für mich, oder? Ich bin Paran Shai, Gouverneurin von Aya. Wir sind die Angara. Hallo, ich bin ein Pathfinder der Initiative. Ja, Sie haben den Orkusnebel durchquert. Ich hörte davon, Jol. Ich habe alles im Griff. Ephra sah das Schiff eintreffen und wollte, dass ich mir ein Bild mache. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Aya ist verborgen. Geschützt. Was wollen Sie? Ein Leben des gegenseitigen Respekts und der Kooperation. Das kennen wir schon. Ich informiere Ephra. Er erwartet Sie in seinem Büro im Hauptquartier des Widerstandes. Wir sehen uns dort. Ich werde Sie durch unsere Stadt begleiten. Ihre Crew bleibt an Bord. Folgen Sie mir. Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Verstanden. Darf ich Ihnen denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Kommen Sie her! Wow, hey! Das war nur ein Versehen. Wenn Sie hier die Gouverneurin sind, wieso muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Er ist der Anführer des Widerstands. Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Kett und beschützt uns. Hallo! Halten Sie sich von der Menge fern! Also, weisen ein ungewöhnlich hohes Stimmt etwas? Stecken Sie das weg! Das ist nur ein Scanner. Stecken Sie das weg, sofort! Ja, schon gut. Das ist doch Wahnsinn! Sie, halten Sie sich von der Menge fern! Lasst euch nicht von ihm berühren! Letzte Warnung! Lol, ein bisschen aggro. Bin ich wirklich so furchteinflößend?
Sie sind ein Fremder, der in unser Zuhause eingedrungen ist. Wir wissen nicht das Geringste über Sie. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Na? Wie gehen die denn? Die gehen ja voll cool. Guck dir mal an, wie die gehen. Die haben einen Gangstil. Arbeite mal an deinem Gangstil, bevor du Befehle gibst, Alter. Ein einziges Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Wir haben ein uns unbekanntes Ökosystem entdeckt. Ihre Stadt ist wirklich wunderschön. Danke. Wir werden alles dafür tun, dass das so bleibt. Mhm. Ich weiß, ich habe mich daneben benommen. Tut mir leid. Es wird nicht wieder vorkommen. Was passiert, wenn Aphra mich nicht mag? Das wird er nicht. Dennoch müssen Sie sein Vertrauen gewinnen. Er ist dafür verantwortlich, Sie alle zu beschützen. Ich weiß, wie das ist. Dann schlage ich vor, Sie verhalten sich auch entsprechend. Das ist das Hauptquartier des Widerstands. Aphra wartet drinnen auf Sie. Alter. Sie sollten Aphra nicht warten lassen. Nö, alles gut. Wie nervös die sind. Mensch. Hey, hinter dir, pass auf! Wie steht die denn da? Das. Wie die da steht, das wird mir ja vor den Knien wehtun. Das tut ja schon mal am Zusehen weh. Na, ihr habt ja einen Gangstil. Ja, sie schikanieren dich. Stehstil. Aber wenn du dich provozieren lässt und rausgeworfen wirst, ist das deine Schuld. Also ich soll schwach sein? Nein, es heißt, du sollst stark sein. Vertrau auf deinen Verstand und dein Herz. Okay? Hey. Sie ist einfach die Beste im ganzen Widerstand. Ich weiß. Die Erfahrung mit den Cat heißt für uns Misstrauen gegenüber allen Aliens. Wir sind auch schon auf die Cat gestoßen. Dann verstehen Sie es ja wirklich. Als der Archon nach Helios kam, zerstörte er unseren souveränen Staat. Er nahm sich, was er wollte, als wären wir gar nichts. Jetzt verschleppen die Cat gnadenlos Angara. Oft sehen wir unsere Leute nie wieder. Kommen Sie. Aphra wartet. Die Cat entführen Sie? Stehlen Ihre Leute? Und der Widerstand bekämpft Sie jeden Tag. Mit allem, was wir haben. Ist das Zermürbung? Was wollen Sie? Sparen Sie sich Ihre Fragen für Aphra. Verdammt, ich gebe Volt nicht auf. Aphra, das ist eines der Aliens aus der Milchstraße. Ein Pathfinder. Pathfinder. Nach Aya zu kommen, ist ein gewagter Schritt. Übrigens, unsere Rasse nennt man auch Mensch. Also, man muss nicht... aber gut. Ja, stimmt aber eigentlich. Dann denkt man die, aber... Klar, auf anderen Planeten sind wir die Aliens. Weil Alien... Wir nennen ja auch alle Aliens Aliens. So, weil wir da einfach so einen Oberbegriff für haben. Ohne jetzt die genaue Spezies zu wissen. Wenn ihr jetzt irgendwie von anderen Spezien redet, irgendwie, keine Ahnung, ey, ich habe ein UFO gesehen, ich glaube, es gibt Aliens. Dann sagt man ja auch, ich glaube, es gibt Aliens. Ich glaube, es gibt... Keine Ahnung, irgendwie was anderes, irgendwie... Na, ihr wisst ja, was ich meine. Alter, wir sehen aus, als hätten wir... 3 Tage durchgemacht. Guck dir mal das Gesicht an. Verdammt recht. So sehen wir aus. Es tut mir leid, aber. So sehen wir aus. Der genauso anfängt zu sprechen, das erste ist noch halbwegs deutlich und dann ist es so. Ja, gut. Ja. Ja.
Es tut mir leid. Oh, aber es musste sein. Ich werde jetzt aber mal in seiner Gesichtsanimation, ja. Sieht mal ein bisschen weird. Aber gut, okay. Ich hatte keine Wahl. Eine Menge verzweifelter Leute hofft, dass ich eine Heimat für sie finde, bevor sie verhungern. Ich fühle mit ihnen und ihren Leuten. Pathfinder, egal wie sie uns gefunden haben, warum sind sie hier? Ich habe auf einem unwirtlichen Planeten, den wir Eos nennen, ein uraltes Gewölbe entdeckt und es reaktiviert. Es hat die Umwelt des Planeten stabilisiert. Relikte. Unsere Informationen bestätigen das. Ich vermute, auf Aya gibt es ein Gewölbe, das anders ist. Ich muss dort hinein. Ja, es gibt da draußen ein Gewölbe. Aber der Eingang wurde vor Jahren verschlossen und versteckt. Tut mir echt leid. Die Moschei ist unsere angesehenste Forscherin. Sie kennt das Gewölbe. Aber jetzt haben sie die Cat. Und wir konnten sie nicht retten. Wir haben sie verloren. Es muss anders gehen. Wie kann ich sie überzeugen? Kann ich helfen? Wie arrogant. Ich traue ihnen nicht. Warum sollte ich ihre Hilfe wollen? Natürlich. Ephra, ich glaube, was dieses Alien sagt, ist außergewöhnlich. Ha, danke. Die Moschei würde von uns wollen, dass wir diese Chance nutzen. Jor, du redest zu viel. Lass mich das Alien für dich beurteilen. Ich werde deine Augen sein. Geh, wenn du willst. Aber wenn er dich töten will, dann schlag zuerst zu. Ich bin Jarl Amadarav und werde sie durch das Gebiet der Angara begleiten. Das wird nett. Ich hoffe, sie mögen Gesellschaft. Hoffentlich bereue ich das nicht. Hoffe ich auch. Aber gut. Bisschen Misstrauen, ja. Ich habe meine Analyse von Aya fertiggestellt. Soll ich sie an den Nexus übermitteln? Auf jeden Fall. Seien Sie da draußen vorsichtig. Bin ich doch immer. Glauben Sie wirklich, dass die Moschei noch lebt? Ich bin mir sogar sicher. Dann bringen Sie sie wieder nach Hause und bleiben Sie auch. Ich werde es versuchen. Darf ich jetzt so ein bisschen rumlaufen oder hi? Genießen Sie die Docks. Im Moment sind Sie der einzige Bereich, der Ihnen offen steht. Ach so. Danke, Schätze. Ich danke. Wirklich nett. Oh, weißt du, oh, geil, weißt du? Privileg, ja, von die Docks, ey. Danke für dieses geile Privileg. Aber gut, ich kann es verstehen. Die Cats sind schon ein bisschen die... ja. Jemand wie Mensch genannt. Yeah! Das ist Fortschritt. Ich spüre eine Freundschaft zwischen uns. Hier, da ist ein Quest. Wo ist der nächste? Handel? Handel. Handel. Ist das eine Frage oder eine Aufforderung? Eine Überlegung. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen? Wie funktioniert Ihr Wirtschaftssystem? Wir bezahlen mit einer Währung, die wir Credits nennen. Sie sind ein abstrakter Gegenwert für die erhaltenen Waren. Die Cat haben uns Geschenke angeboten und merkwürdige Tauschgeschäfte gemacht. Sie haben nie gehandelt. Was sind Ihre Credits wert? Was können wir mit Ihnen anfangen? Sie können damit alles bezahlen, was wir verkaufen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bieten Sie denn an?
Ich könnte ein Treffen arrangieren, um ein offizielles Handelsabkommen zwischen uns zu vereinbaren. Zu kompliziert. Vielleicht ein andermal. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja. Mein Name ist Zorka. Ich transportiere Fracht zwischen Arya und anderen Welten. Das ist eine gute Arbeit. Und ich bin gut darin. Sie sind hier, um meinem Volk zu helfen? Beweisen Sie es. Ich brauche Hilfe. Einer meiner Lieferanten auf einem anderen Planeten meldet sich nicht mehr. Er hat einige Dinge, die ich brauche. Es gibt möglicherweise Probleme. Nur um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden. Was verstehen Sie unter Probleme? Naturkatastrophen, Raubtiere, Unglücke. Was verstehen Sie denn darunter? Dasselbe. Was genau befördert Ihr Lieferant? Vorräte, die ich brauche. Dinge, die mein Volk am Leben erhalten. Unverzichtbare Güter. Sie haben ein Schiff. Ich habe den Nav-Punkt meines Lieferanten. Sein Name ist Keldo. Finden Sie ihn und seine Vorräte. Kommen Sie wieder zurück und beweisen Sie dadurch, dass Sie wirklich helfen wollen. Dann handeln wir vielleicht. Okay, Gegner dir gefallen. Ah, okay, nice. Dann nehme ich die andere Quest auch noch an. Und dann würde ich, wenn es geht, als erstes die Quest. Ich weiß ja wieder nicht, ob ich gleich die Hauptquest machen, Nebenquest machen kann. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich was überspringen, wenn ich zu viel Hauptquest mache. Ich weiß aber nicht, ob das hier funktioniert, ob man was überspringen kann. Das ist ja auch mal von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Manche Spiele machen das ja wirklich so, dass man beruhigt die Hauptquest weiterspielen kann. Und meistens kommt dann immer so ein Punkt wie, wenn sie jetzt hier und hier reingehen oder das und das tun, gibt es kein Zurück mehr. Und dann weiß man, okay, ich muss alles erledigt haben vorher. Aber ich will ja halt auch nicht, dass wir, wenn wir direkt vorm Finale sind, dass wir dann noch irgendwie einen Haufen machen müssen, um alles gesehen zu haben, ist auch irgendwie scheiße. So, ich versuche immer nur eine Mitte zu finden, dass du ein bisschen Hauptquest machst, ein bisschen Nebenquest, sodass wir am Ende, jetzt wenn wir eine vollfinale Mission sind, vielleicht noch ein paar Nebenquests übrig haben, aber jetzt da nicht verzweifeln, oh nee, ich habe ja noch 50 Geschichten offen, oh, ja gut, denkt man sich aus, so, gut, ich mache doch lieber einfach die Hauptqueste. Bei den Sternen, Sie sind's. Ich hatte auf eine Gelegenheit gehofft, mit Ihnen zu sprechen. Sie haben Ihre Heimat verlassen, um den Orkusnebel zu durchqueren. Ist es wahr, dass Sie nie wieder zurück können? Ja, das hier ist jetzt unser Zuhause. Ein solches Risiko einzugehen und Ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Wieso haben Sie das gemacht? Weil ich an das geglaubt habe, wofür die Initiative stand. Und ich tue es immer noch. Das ist nobel von Ihnen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich auch so entscheiden könnte. Jetzt bin ich an der Reihe, Ihnen eine Frage zu stellen. Verraten Sie mir Ihren Namen. Oh, natürlich. Ich bin Avila Kejar, Kuratorin des Geschichtsspeichers. Wir studieren Artefakte aus unserer Vergangenheit. Wir versuchen zusammenzusetzen, was wir durch die Geißel verloren haben. Und um ehrlich zu sein, gibt es da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Pathfinder, wie viel wissen Sie über unsere Geschichte? Ich muss noch viel lernen. Vor mehreren Jahrhunderten war mein Volk das Ziel der Geißel. Als erstes hat sie unsere Schiffe ausgeschaltet. Viele dieser Schiffe stürzen auf Haval ab. Die Wildnis dieses Planeten steckt also voller Geschichte. Ein Wissenschaftler auf Haval hat mir vor kurzem den Nav-Punkt einer unberührten Absturzstelle übermittelt. Das ist eine unglaubliche Gelegenheit. Leider patrouillieren in diesem Gebiet Relikte, weshalb wir nicht nah genug rankommen. Nicht so, wie Sie es können. Woher wissen Sie über mich und die Relikte Bescheid? Ich habe Freunde beim Widerstand. Sie haben Ihre Unterhaltung mit Aphra mit angehört. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber Sie haben ein Schiff und die Möglichkeit, an den Relikten vorbeizukommen. Ohne Ihre Hilfe kann ich nichts tun. Ich bezweifle, dass Aphra sonderlich glücklich über diese Vereinbarung wäre. Aphra muss nichts davon erfahren. Und falls er es doch herausfindet, kann er seinen Ärger gerne an mir auslassen. Es erfordert Mut, ihm die Stirn zu bieten. Ich würde Schlimmeres auf mich nehmen, um einen Teil unserer Geschichte zurückzuerlangen. Ich wollte schon immer mal archäologisch tätig werden. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Falls Sie etwas finden, ich bin hier. Danke, Pathfinder.
Aber ich muss sagen, wir nehmen alles so ein bisschen mit Humor. Also mit Humor würde ich nicht mal sagen. Aber immer so einen flotten Spruch auf Lager, ne? Irgendwie mag ich ihn. Also erst habe ich so ein bisschen gedacht, oh, Scott Ryder. Pff. Ja, weiß ich nicht. Zuerst habe ich gedacht, so, ne? Weiß ich nicht. Ist vielleicht nicht der richtige Charakter für sowas. Aber ich muss sagen, dass mir doch seine Art sehr gut gefällt. Also, ist was anderes, aber ich mag irgendwie seine Art. Irgendwie so ein bisschen, dann nicht Nathan Drake. Ja, ich mag ihn aber irgendwie. Ich finde ihn unfassbar sympathisch. Ich muss irgendwie sagen, ein wirklich junger, netter Kerl und unfassbar sympathisch. Wenn man das jetzt mal ein bisschen auf die Realismus betrachtet, ich mag ihn. Also ich muss sagen, ich mag Scott Ryder. Verhalte ich aber besser als John Shepard oder ob ich ihn besser finde, obwohl ich Jeff Shepard besser finde. Ich kenne Shepard nicht so gut. Ich habe die Spiele so viel gespielt, dass ich mir davon Urteil bilden könnte. Wir werden auch nochmal die Shepard-Trilogie machen. Die Trilogie auf jeden Fall, weil mir das sehr gut gefällt. Auf jeden Fall werde ich nochmal Shepard spielen, allein weil ich schon oft gehört habe, dass das besser, dass die besser sein soll. Und weil ja der fünfte Teil auch rauskommt, der soll dann ja wieder mit Shepard sein, oder um die Ereignisse mit Shepard spielen oder irgendwie so. Auf jeden Fall werde ich 1 bis 3, weil 1 bis 3 kenne ich nicht, aber 1 habe ich damals irgendwann mal durchgespielt und irgendwie nicht gecheckt, dass da Nebenquests sind. Das habe ich auch irgendwie so nur die Hälfte gespielt und eigentlich durch schon, wenn man da durch. Wenn man sagt, das Spiel ist durch, wenn man... Das Schiff ist repariert und stark klar. Sehr schön. Wenn man sagt, das Spiel ist durch, wenn man den Abspann erreicht, dann habe ich es durchgespielt, aber halt nie so vernünftig. So wie, als wenn ich ein Skyrim spiele und ich sage, ich mache nur die Hauptquest kurz. So habe ich es halt durchgespielt, den ersten. Und darum habe ich im ersten auch... Ja, oh. Ah. Deswegen. Der Widerstand braucht Freiwillige, übersetzt aus dem Chilesch. Die Cat haben die Stärke des Widerstandes zu spüren bekommen und wissen, dass ihr Ende bevorsteht. Unsere Siege auf The World sind nur der Anfang dessen, was wir erreichen werden. Aber ohne eure Hilfe können wir den Feind nicht besiegen. Seid ihr das leid, in Angst zu leben? Seid ihr davon überzeugt, dass wir für mehr als Sklaverei bestimmt sind? Seid ihr bereit, euch zu erheben und zu kämpfen? Dann werdet ihr wieder schon eine neue Familie finden. Wir werden euch dazu ausbilden, gegen die Kette zu kämpfen und uns gemeinsam mit euch zurückholen, was uns gehört. Der Widerstand verteidigt Zukunft aller Angara. Schließt euch uns an. Okay. Wir müssen mal gucken, wie die nächste, was wir in der nächsten Folge Schönes machen. Auf jeden Fall. Das ist nicht eben ein paar von ihm. Ich weiß es nicht. Also wir können die anderen Trilogie ja nochmal machen. Also ich will dann tatsächlich auch die Legendary Edition. Besitze die noch nicht. Aber wenn, dann würde ich natürlich die Legendary nehmen. Aber die neueste ist. So, weil. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, wenn irgendwie eine neue, coole Version von einem Spiel draußen ist, dann auch die alte zu spielen. Ich bin irgendwie so einer, ich bin ein bisschen demotivierter. Ich weiß es nicht. Dann denke ich mir so, ja, weil aber jetzt nochmal die alte rauskrame. Oder dann kaufe ich mir die neue. Und wenn ich dann für die neue, keine Ahnung, jetzt gerade kein Geld habe, dann sagt mir so, ein Spielzeug was anderes. So, keine Ahnung. So einer bin ich irgendwie. Aber ist ja auch eine Geschmackssache. Das ist ja auch immer ein heiß diskutiertes Thema. Sollte man sich jetzt nur einen Remaster kaufen? Sollte man es lassen? Sind ja nochmal 40 Euro. Das ist auch immer, glaube ich, ja, auch eine Geldsache und auch eine Sache des eigenen, was einem wie viel wert ist. Ja. Aber ich glaube, darüber könnte man sich lange unterhalten und man würde nicht so schnell auf ein Ergebnis kommen. Deswegen, aber was man sich auch lange unterhalten könnte, ist über ein Folgenende. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es bis hier mal wieder Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht es wieder weiter. Also morgen um 19 Uhr, da haue ich nicht so voll raus und ich muss echt zusätzlich gut was aufgenommen kriege. Momentan ist hier wirklich so ein bisschen Mindeststand an Aufnahmen. Ich habe momentan gar nicht mehr so viel zum Aufnehmen und ich will wieder mehr machen. Aber gerade, ich bin froh, dass alles täglich kommt. Es ist gerade echt so ein... Ja, ich bin gerade so auf Mindeststand, weil ich Minimum brauche. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch was. War wieder mal schön mit euch und ich hoffe, dass es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein bei Mass Effect Andromeda. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache die 30 Minuten voll, solange rede ich noch. Und tschüss!